willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin Frau Wente und den behandelnden Oberarzt Herrn Dr. Wilde. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Frau Wente, jetzt ist es auf den Tag genau ein Jahr her, dass Sie uns kennengelernt haben. Unser niedergelassener Kollege, Herr Dr. Peek, der Kardiologe hier in Poppenbüttel, hat Sie geschickt mit schwerer Luftnot. Und ich wollte Sie jetzt nur mal fragen, können Sie den Zuhörern mal berichten, wie es Ihnen vor einem Jahr ergangen ist? Welche Belastbarkeit hatten Sie? Es war wirklich miserabel. Ich konnte gar nichts mehr. 10 Schritte vorwärts stehen bleiben. 5 Stufen rauf stehen bleiben, nach Luft japsen. Es war ganz, ganz schrecklich. Ich war absolut im Keller. Und es ist schon es ist aber schon so, dass Sie ja auch bekannte Herzschwäche haben. Und ist es dann plötzlich so viel schlechter geworden? Das muss es so sein. Ich weiß es bis heute nicht so genau. Die Herzschwäche habe ich ja schon lange, 20 Jahre. Ja, genau. Deshalb frage ich. Also im August 20 muss es irgendwie bergab gegangen sein. Ja, aber wir haben ja keine Kontrolle. Kontrolle schon. Aber da bei den Untersuchungen wurde damals in dem Sinne nicht festgestellt. Ja, ab und zu das Vorhofflattern. Ab und zu. Ich habe das nicht immer gemerkt. Also Sie hatten im Grunde genommen eine Mischung aus einer Herzschwäche und einer Rhythmusstörung. Und jetzt haben wir 4 Tage Sie zunächst einmal hier gehabt und die Medikamente über die Vene gegeben, damit Sie das Wasser verlieren. Deshalb war die Luft so schlecht. Sie hatten Wasser in der Lunge. Und als wir Sie dann mit den optimierten Medikamenten wieder entlassen haben, wie ist es Ihnen da gegangen? Sie haben ja relativ viele Medikamente neu bekommen und intensiv bekommen. Wie ist es dann bis April 21 weitergegangen? Ja, das war eben nicht so gut bis April. Es hat vielleicht gewirkt, aber was ich jetzt habe, was jetzt passiert ist, ist 1000-mal besser und die Medikation auch. Was damals wurde ein bisschen verändert. Ich kann Ihnen ja nicht mehr so genau sagen, was verändert wurde. Aber es hat nicht so geholfen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum nicht. Wir hatten eine schwere Klappenundichtigkeit. Dazu wird der Dr. Wilde jetzt gleich auch noch was sagen. Ja. Und da verbieten sich viele Möglichkeiten, weil dann der Blutdruck dann so schlagartig abfällt. Das heißt, Sie hatten gar nicht die Möglichkeit, und Herr Dr. Peek hatte gar nicht die Möglichkeit, Ihnen mehr zu helfen, weil die Klappe so undicht war und das Herz so schwach, dass man Ihnen nicht helfen konnte. Auf jeden Fall haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, gemeinsam Ihr Herz wieder zu kräftigen mit vielen wirksamen Medikamenten, aber wirksam war es nicht. Jetzt ist meine Frage an Dr. Wilde. Was ist genau das Problem bei dieser Herzmuskelschwäche? Ist es die Durchblutung oder wie war es bei Frau Wenzel? Genau, also bei Frau Wenzel ist es so, dass sie eine hochgradig reduzierte Pumpleistung des linken Herzens hatte, was dann auch im weiteren Verlauf zu einer schweren Dilatation, also einer großen Vergrößerung des Herzens geführt hat. Sowas kann auf dem Boden einer Durchblutungsstörung, also bei einer sogenannten koronaren Herzerkrankung, der Fall sein. Das ist bei ihr allerdings nicht der Fall, sondern es ist eine primäre Erkrankung des Herzmuskels, wo man häufig im Einzelfall auch gar nicht ganz genau weiß, warum kriegt der Patient diese Erkrankung. Aber leider ist es so, wenn man eine solch eingeschränkte Herzleistung hat und eine solche Herzvergrößerung, dass es über die Zeit leider immer etwas schlechter und schlechter wird und man trotz der Medikamente immer eine weitere Verschlechterung über den Krankheitsverlauf hat. Frau Wenzel hat diese Erkrankung schon lange Jahre, sie hat selbst gesagt, schon seit 20 Jahren und es ist dann halt praktisch allmählich verschlechtert es sich etwas.
Und durch diese verschlechterte Herzleistung und die vergrößerten Herzhöhlen ist es dann im Verlauf auch zu einer zunehmenden Undichtigkeit der Mitralklappe gekommen, zu einer funktionellen Mitralklappeninsuffizienz, die dann im Verlauf bei Frau Wenzel hochgradig gewesen ist und die halt zusätzlich noch das Herz weiter in der Funktion verschlechtert. Und wie ist jetzt Ihr Eindruck? Wie entscheiden Sie, ob die Herzrhythmusstörung das Problem ist für diese Luftnot, wo flattern Cilia im Vorwort, oder diese die Undichtigkeit der Herzklappe? Letztendlich ist das tatsächlich eine individuelle Betrachtung. Man sollte aber, um das Herz in der Funktion bestmöglich zu unterstützen, beides im Griff kriegen. Von der Reihenfolge würde man erst versuchen, Herzrhythmusstörungen, sofern sie dann vorhanden sind, zu versorgen und anschließend dann auch die Herzklappen, sofern es sich um eine funktionelle Undichtigkeit handelt, dann im weiteren Verlauf. Und bei Frau Wenzel ist es so gewesen, dass wir sowohl die Herzrhythmusstörung durch eine Verödungstherapie in den Griff kriegen konnten, als auch die Herzklappe durch den Mitraclip. Wir haben ja eine sehr fortgeschrittene Herzinsuffizienz gehabt und wir haben relativ viele Pfeile im Köcher. Sehen Sie häufig bei den Patienten tatsächlich auch die Nebenwirkungen im Vordergrund, die dann die Patienten in den Mitraclip-Bereich bringen, oder ist es tatsächlich die Luftnot? Häufig ist es so, dass tatsächlich die Luftnot, die eingeschränkte Leistungsfähigkeit quasi die Grundvoraussetzung ist, die alle Patienten mitbringen, dass eine effektive medikamentöse Therapie häufig aber auch bei den Patienten gar nicht möglich ist. Gerade bei Patienten, die eine so hochgradig eingeschränkte Pumpleistung haben, ist häufig so, dass der Blutdruck gar nicht mehr so hoch ist und dass man praktisch dann gar nicht mehr die Medikamente in der eigentlichen Dosis geben wollen würde, die notwendig sind, um das Herz richtig gut zu unterstützen. Weil sonst wäre der Blutdruck zu niedrig, man würde Schwindel bekommen und andere Nebenwirkungen. Genauso war es auch bei Ihnen, Frau Wenzel. Wir wussten weder vor noch zurück und haben uns dann dafür entschieden, diesen Eingriff vorzunehmen. Ich kann mich noch gut an das Telefonat mit Dr. Peek erinnern. Wir haben wirklich alles probiert und haben Ihnen dann tatsächlich diese Empfehlung gegeben mit der Wäscheklammer. Können Sie sich erinnern, als wir dann die Wäscheklammer gesetzt haben, ist das dann sofort besser oder geht es dann erstmal langsam? Wie schnell haben Sie sich wohler gefühlt? Nein, relativ schnell. Also es ging mir wirklich besser. Ich konnte es merken, dass da was passiert ist, dass es mir einfach besser ging. Auf jeden Fall. Und Ihr Alltag, ist der dann zum Beispiel auch dadurch geprägt, dass Sie mal 12 oder 15 Stufen steigen am Stück oder schneller gehen können? Oder haben Sie weniger Wasser in den Knöcheln gehabt? Was haben Sie gemerkt im Alltag? Meinen Sie jetzt direkt danach oder jetzt? Jetzt ist ja sowieso alles perfekt. Ach, jetzt sogar alles perfekt. Ja, dann berichten Sie mal von jetzt. Weil ich habe ja noch die Ablation bekommen, weil da auch wieder diese Störungen waren. Und ich habe ein paar Mal Elektroschocks bekommen. Das hat ja dann alles nichts gebracht. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, ich gehe ganz normal ich habe 3x12 Stufen rauf und runter ohne Atemnot. Ohne, ganz toll. Und auch so kann ich gut unterwegs sein. Nur dämlichen Füße. Nein, ich habe so andere Nebenerscheinungen, mir tun die Füße so weh und dann kann ich nicht richtig laufen. Aber alles andere ist in Ordnung. Das ist ja beeindruckend. Also man muss sagen, dass Sie mit Ihrer Kombination aus Alter und Risiko, also schlechte Pumpfunktion, auch niemand gewesen wäre, den wir mit einem Herzchirurgen, also mit gutem Gewissen in eine große Operation geschickt hätten. Dennoch ist es so, dass wir jeden Patienten mit einem Herzchirurgen besprechen. Ja. Und auch unser Herzchirurg hat tatsächlich gesagt,
der Clip und die Ablation, das sind die Therapie der ersten Wahl für Frau Wenzel. Also das wirkt sehr ermutigend, was Sie berichten. Ja, ja. Und haben Sie von der Ablation denn irgendwas gemerkt? Ist es danach nochmal besser geworden mit der Luft? Oder ist es danach auch wirklich gleich geblieben? Nein, alles besser geworden. Auch als wir doch im Krankenhaus zuletzt, war ich doch so voll mit Wasser. Und seitdem das Wasser ist raus. Ich bin schlank und rank wie eine Tanne. Und jetzt ist es gut. Aber so wie das Wasser steigt bei mir. Das ist dann, wenn das Herz nicht arbeitet oder nicht richtig oder nicht genügend, dann habe ich Probleme. Aber jetzt im Moment, top. Ja, ja, Mensch, das freut mich sehr. Wir haben ja auch einen guten Draht zu Ihnen über unsere Herzinsuffizienz-Sprechstunde und wir halten Kontakt über unsere Herzinsuffizienz-Schwester. Ich glaube auch, dass diese Gewichtskontrollen und die Einfuhrkontrollen, also wie viel trinke ich, wie viel darf ich trinken, dass das nochmal ein sehr wichtiges Mittel ist, um die Patienten gut ins Lot zu bekommen. Ja. Also Frau Wenzel, das ist ja wirklich eine tolle Patientengeschichte. Wenn Sie jetzt hören, wie gut es gelaufen ist, wenn Sie jetzt ein Jahr zurückblicken, würden Sie den Patienten Mut machen, die das hören, und den Krankenschwestern, die Patienten behandeln, das nochmal zu wiederholen? Oder würden Sie sagen, das mache ich nicht nochmal? Doch, das sofort. Sofort mache ich das. So wie irgendwas sein sollte, sofort. Diese Katheterdinger, das ist wundervoll. Das ist eine tolle Erfindung. Muss man doch nicht alles aufschreien. Das mache ich nicht. Ja, das freut uns sehr. Das geben wir auch an Herrn Dr. Maurer weiter. Also auch im Namen des gesamten Herzteams in der Klinik in Nord, in Heidberg, möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für diesen Bericht aus Ihrem Alltag. Wir sehen die Patienten ja häufig nicht so lange nach der klinischen Behandlung und Sie machen uns Mut, so weiterzumachen. Also im Namen der ganzen Klinik nochmal vielen Dank für Ihr offenes Wort und Ihre Unterstützung bei diesem Interview. Gerne, immer wieder, aber bitte nicht immer wieder. Ich hoffe, ich bin erstmal befreit. Ja, das hoffen wir auch. Auf lange Zeit oder auf immer. Im Namen von Herrn Dr. Wilde und den Kollegen alles Gute. Ja, danke schön. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ja. Tschüss.